entspricht es den Tatsachen, dass die russische Spionage geheime Dokumente des Aufmarschplanes der K&K-Armee kopiert. Heimtückische und raffinierte Weise hat sich der Angeklagte Zutritt zu den Festungsplänen verschafft. Ich habe diese Papiere nie gesehen und auch nirgends versteckt. Korff arbeitet nicht nur für die baltische Freiheitsbewegung, er spioniert höchstwahrscheinlich auch für Österreich. Wer Spionage betreibt, stellt sich außer Gesetzespflicht. Wird Alexander Baron zum Tode durch den Strang verurteilt. Im Blickpunkt von Millionen. Eine der erregendsten Spionageaffären der europäischen Militärgeschichte. Der Fall Oberst Redl, der Mann, der die Welt in Atem hielt. Spionage, geheimnisvoll, mitreißend, sensationell. Der Großfilm mit der hervorragenden Besetzung. Ewald Balser als Oberst Redl, Barbara Rütting, Gerhard Riedmann, Oskar Werner, Marthe Harell, Hannelore Bollmann, Rudolf Forster, Attila Hörbiger, Erik Frey und Heinz Moog in Spionage. Ein Film von atemberaubender Spannung. Eine schöne, eigenwillige Frau in geheimer Mission zwischen Petersburg und Wien. Ein junger Offizier im Konflikt zwischen Liebe und Pflicht. Der Abwehrchef der K&K-Armee als Spion der Spione. Ein Film der interessanten Schauplätze und der verlockenden Atmosphäre der exklusiven Salons und der großen Gesellschaft. Da ist er! Halt, stehen bleiben oder wir schießen! Spionage! Herr Oberst, ich weiß, dass mein Bruder für Sie gearbeitet hat. Ich erkläre Ihnen hiermit offiziell, dass mir die Existenz eines Baron Korff völlig unbekannt ist. Du hast ihn natürlich auch nicht gekannt. Nadja, ich begreife nicht. Was ist das? Gehört das dir? Gib das sofort her, du! Nein, du willst mich erpressen! Also geh, geh! Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Hoffentlich kann ich was sagen. Nur du hättest ihm helfen können. Ich habe erwartet, dass du es tust. Pauline, ich kann ihm nicht helfen. Wo ist der Brief? Tja, das ist das Seltsame. In der Loge hat er ihn noch gehabt. Opa 13. Das muss genügen, um diesen Menschen zu finden. Wer der Mann ist, will ich wissen. Du bist der Mann, den mein Bruder gesucht hat. Du hast ihn getötet. Das ist doch eine ungeheuerliche Geschichte. Stein, überlegen Sie, was Sie reden. So viel Geld schickt man doch nicht mit einem Brief. Ja, das tut man nur, wenn der Empfänger unbekannt bleiben will. Ist das der wahre Schuldige? Es kann kein anderer sein. Darf ich Sie bitten, die Waffe auf den Tisch zu legen? Gott schütze Sie. Leben Sie wohl. Wenn Sie die Grenze überschreiten, die sind in äußerster Gefahr. Das Schicksal ist nur gegen mich. Ich bin nicht so naiv, etwas zu verlangen, was über unsere Kräfte geht. Sie haben uns allen, den Glauben an unsere glorreiche Armee, wiedergegeben. Spionage, der Großfilm mit dem sensationellen Thema, den Sie nicht versäumen dürfen. Spionage, in Kürze in diesem Theater.